Guten Morgen, Leute. Welcome to new vlog. Ich bin müde. Ich sehe ein bisschen durchgenudelt aus. Der Dutt ist nicht mehr on point. Wir haben jetzt morgens, wir haben glaube ich 11 Uhr oder so. Ich mache jetzt gleich noch mein Gesicht, ziehe mich jetzt erstmal gleich um. Gleich einen Friseurtermin. Und von dort aus gehe ich auch direkt in die Stadt, weil ich da ein bisschen was am Plan bin. For my birthday. Ich bin voll in Geburtstagsvorbereitung und so. Und deswegen werde ich da mich mit jemandem treffen. Wir werden mal schauen, wie das funktioniert. Ey, meine Haare sind echt Katastrophe. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und da muss ich mich auf jeden Fall schminken. Draußen ist das Wetter echt gray. Und es regnet. Like, hallo Herbst. How are you doing? Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Ich bin eigentlich so voll im Entspannto-Modus. Ich glaube, ich ziehe einfach einen Pulli an und eine Jeans. Ganz easy. So, das ist jetzt mein Outfit. Also richtig entspannt und chillig. Ey, das mit den Haaren ist echt absolut lit. Eine Sache, die neu in meinem in meinem Zimmer ist. Und zwar habe ich jetzt einen treuen Helfer bekommen. Für mich ist das jetzt mein zweites Haustier. Wir haben nämlich bei uns im Garten einen Roboter, der unseren Rasen manchmal mäht. Also so klein Zeug halt. Alter, wie sieht es aus? Jedenfalls haben wir den schon seit ein paar Jahren. Und ich habe den damals, als ich, keine Ahnung, 13 war oder so, habe ich dem einen Namen gegeben. Der heißt Fritz. Und ich war so, irgendwann werde ich auch mal einen Staubsaugerroboter bekommen. Und Leute, the day has come. Ba, 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 ba. Ja, das Ding ist, ich habe noch keinen Namen für den. Und ich habe den seit gestern, also ich habe den schon länger, aber ich hatte gestern endlich mal Zeit, den so zu installieren und so. Ey, Leute, das war eine Prozedur, weil ich mich echt ein bisschen dumm angestellt habe, obwohl ich einfach nur einen Knopf drücken musste. Es war echt, ich habe mich echt ein bisschen inkompetent. Jedenfalls möchte ich euch den zeigen. Ich zeige euch mal kurz, wie der funktioniert. Das Geile ist halt, diesen Roboter gibt es bei Amazon. Und es gibt auch so eine App auf dem Handy. Ich habe jetzt mal auf den Raum gedrückt. Bei mir, ich habe das jetzt Living Room genannt. Aber der geht auch manchmal in mein Schlafzimmer oder auch manchmal ins Bad. Ich mache dann einfach die Tür zu, wenn ich nicht will, dass der da hingeht. Der Roboter geht wirklich in jede kleine Ecke, was mega nice ist. Und der hat auch so Sensoren, dass er nicht so die ganze Zeit gegen Wände läuft oder so. Jedenfalls sieht die App dann so aus. Warte, ich zeige euch das mal kurz. So sieht das Ganze dann aus, wenn ich dann meinen Raum ausgewählt habe. Hier könnt ihr den Batterielevel sehen. Der geht auch automatisch wieder zu dieser Ladestation. Deswegen drücke ich jetzt hier einfach mal auf Cleaning. Und jetzt geht er los. So fancy. Ich mache jetzt mal auf Pause. Und das Ding ist, wenn halt die Batterie leer ist, also sagen wir mal so, keine Ahnung, leer, dann kann man hier unten auf Recharge drücken. Da drücke ich jetzt mal hin. Und jetzt geht der zurück zu seiner Ladestation. Einfach so. Und jetzt ist er wieder zu Hause. So krass. Dann gibt es da auch so verschiedene Möglichkeiten, dass ihr zum Beispiel euren Teppich sauber machen könnt. Da gibt es so eine Funktion. Oder dass ihr also wischen könnt. Da gibt es hier das da. Da habe ich auch schon Wasser reingeführt, wenn ich wischen will. Und den musst du einfach unten drauf klappen und dann wischt er dir dein Zuhause. Man kann zum Beispiel auch staubsaugen und wischen gleichzeitig. Das Coole ist, das Gerät übernimmt halt alles. Du kannst es super einfach auf dem Handy kontrollieren. Also das Ding ist, wenn man nicht so viel Zeit hat und eine große Wohnung hat, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil. Das spart viel Zeit. Ich wollte euch hier auch nochmal zeigen, wie ihr wirklich Dreck wegmacht. Ihr seht hier diesen grauen Fussel. And it's gone. Dieser Teppich ist auch einfach richtig dreckig, so mit Flecken und so weiter. Aber hier habe ich auch ein Beispiel mit Haaren. Seht ihr diesen Fussel mit Haaren? Und da geht er drüber und zack, die sind weg.
Und was auch mega geil ist, dass er über Objekte fahren kann, bis zu 2 Zentimeter. Wenn die höher sind, dann geht es leider nicht. Und der fährt auch manchmal in meinen Tisch rein. Könnt ihr mir mal sagen, wie ich den nennen soll? Also unser Rasenmäher, der heißt Fritz, aber wie soll ich den nennen? Let me know. Und wenn ihr Interesse habt, packe ich euch auf jeden Fall einen Link unten in die Infobox, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Wie gesagt, der ist von Amazon. Und meine Eltern sind ein bisschen jealous, die sind so, können wir den auch mal ausleihen? Oh mein Gott! Da liegt einfach noch mein Bikini. Ja, also ich mache das jetzt immer morgens. Man kann sich zum Beispiel auch so einen Timer oder so eine Routine setzen, dass der morgens immer starten soll um die Uhrzeit und so weiter. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal reinlesen. Aber finde ich auf jeden Fall geil. Dann muss unsere Putzfrau zum Beispiel auch nur noch mein Bad sauber machen. Ich habe auch schon zu meiner Mom gesagt, dass ich allgemein theoretisch eigentlich keine Putzfrau oben brauche, weil ich sowieso für viel zu Hause bin und es theoretisch auch selber machen kann. Aber sowas wie Bad sauber machen bin ich jetzt nicht so gut drin. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall nicht mehr staubsaugen, was auf jeden Fall lit ist. Steht heute auf jeden Fall einiges noch auf der Agenda. Ich muss heute auf jeden Fall noch ein Video drehen. Das ist ein Muss. Ich muss eigentlich diese noch 2 Videos. Ja, ich muss heute auf jeden Fall noch voll viel machen. Weil ich war ja letzte Woche in Paris. Was heißt letzte Woche? Also vor ein paar Tagen war ich in Paris. Ja, wenn ich dann mal so aus meinem Filming-Schedule rauskomme, dann bleibt halt relativ viel halt hinten hängen so und dann muss man das halt nachholen. Deswegen gibt es für mich kein Wochenende. Ich bin gestern Freitag, bin ich einfach um 21:45 schlafen gegangen. Ah, don't freaking know. Okay, ich mache mir jetzt mal Creme on me face. Und dann räume ich kurz ein bisschen auf. Ich bin echt so excited for me birthday. Ich werde auch die Storytime, glaube ich, drehen. Ich habe hier so einen Pickel und der sieht echt richtig böse aus. Oh mein Gott. Jetzt, wo ich den länger mal anschaue, sieht er echt richtig, richtig böse aus. Okay, ich versuche den jetzt mal so ein bisschen mit Teebaumöl zu behandeln. Let's pray, dass ich kein Einhorn habe. Oh, ich habe schon keinen Horn. Oh, amazing! Ich werde heute auf jeden Fall, ich glaube, ich schreibe mir das jetzt mal auf, damit ich hier den Überblick nicht verliere. Das passiert relativ flott, vor allem wenn man so viel zu tun hat. Mein Naked Launch ist ja auch literally bald. Lasst mich mal wissen, ob ihr so ein Try-on-Haul von so allen Sachen haben wollt, dass ich euch dann nochmal sage, wie das mit den Sizing ist, Größe, was für Teile es gibt, was ihr euch halt bestellen wollt und was nicht. Könnt ihr mich ja dann mal wissen lassen. Gut, dann schreibe ich mir das jetzt hier erstmal auf. So, ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben. Ich mache das immer in dieses Büchlein. Das habe ich von der Cheyenne letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Und ja, Paris war richtig geil. Also es war richtig produktiv. Ich bin ja mit Doja gegangen und wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben mega geile Bilder gemacht. Also so geile Bilder, dass ich jetzt erstmal für die nächste Zeit wirklich keine Bilder mehr machen will, weil Ich weiß nicht, ob manche das nachvollziehen können, aber wenn ihr zum Beispiel mit euren Girlfriends so Bilder macht und so und die werden nicht so, wie ihr euch das vorstellt, das ist einfach so richtig frustrierend. Und ja, es lief alles gut und deswegen bin ich sehr happy. Übrigens, was ich seit ein paar Tagen nehme, ist so Tabletten, so Kieselerde mit Biotin für Haut, Haare, Nägel und so. Und ich versuche da echt immer dran zu denken, damit ich weil morgen. Ringe on my fingers. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig, bisschen Schminke in die Face und da zeige ich euch jetzt auch mal im Schnelldurchlauf. I don't wanna fall for you, oh no. But you make it so hard. Watching you dance all night, baby, is making me fall hard. Trying to take a deep breath, but I just can't control my lungs. Ooh. Trying to hide my cold sweat, but I just keep on talking in tongues. It's a funny situation. Straight.
making me crazy. Das ist jetzt mein Make-up. Ja, ich lasse jetzt erstmal meine Lippen so, weil ich jetzt erst nochmal was frühstücke und dann mache ich mir wahrscheinlich ein Gloss drauf. Oder vielleicht matt oder so. I don't know. So, Leute, ich esse jetzt mein Breakfast. Ich habe hier zwei Toasts. Ich habe da noch ein anderes kleines drin. Ich esse es jetzt mit so Frischkäse, mit Tomaten, dann mit Balsamico und ein bisschen Salz. Vielleicht habe ich noch Bock auf Pute und ich habe auf jeden Fall Bock auf einen Nutella-Toast. Auf einen Marmelade. Auf Nutella habe ich auch Bock, aber Marmelade. Leute, die Zeit ist gekommen, wo im Auto einfach wieder so Matsch auf dieser Fußmatte ist. So ein Abfuck! Okay, ich fahre jetzt auf jeden Fall zu Studio Luce. Bekommen da ein Treatment von mir her. Ich bin sehr excited. Wollen wir mal losgehen? Let's go. Vielleicht kriege ich es sogar hin, nach dem Friseur im Auto noch schnell, was heißt schnell, aber dann noch ein Video zu drehen, je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Ja. So, ich bin jetzt bei Studio Luce angekommen. Ich bin mal echt gespannt, was wir mit den Haaren machen. Wahrscheinlich vielleicht auch sogar ein bisschen schneiden. Ja. Es ist so grau draußen. Es sieht legit aus, als wäre es so 17 Uhr oder so. So, Wetter ist halt gut, um so Sachen zu erledigen, aber man ist halt so müde die ganze Zeit, weil, ja, weil man halt müde ist. So, Leute, guck mal, was ich gerade bekommen habe. Voll süß sieht das aus. Ein Conditioner. Wie ihr wisst, ich benutze ja immer dieses Detox-Shampoo. Ich rave das. Was haben wir hier noch? Nice, du hast jetzt sogar... Wir haben jetzt einmal das Detox-Shampoo, normales Shampoo und ein Conditioner. Ich bin so excited, die zu ausprobieren. Das ist der absolute Shit. Also vor allem, wenn ihr viele Produkte benutzt mit Silikon und so und die Farbe manchmal so ein bisschen gelb wird oder so, dann benutze ich das so einmal die Woche und dann wird die Haarfarbe wieder richtig fleeky. Ich bin so excited, das mal auszuprobieren. Benutzen wir das auch heute? Ja. Geil. Ich bin jetzt fertig beim Friseur. That's my Endergebnis. Ich bin jetzt nämlich auf dem Weg in die Stadt. Da treffe ich mich ja mit jemandem. Because of my birthday. Filme gerade mit meinem Handy. Die Kamera ist leer. Ich habe gerade nämlich noch ein Boys Advice Video gedreht. Bin hella excited. Ich werde euch dann updaten, wie was so ist und so weiter. Ich will auf jeden Fall, dass dieses Jahr mein Geburtstag besser wird als letztes Jahr. Weil ich bin ja ein super kranker Geburtstagsmensch. Also es nicht mehr feierlich. Aber ich bin sehr zuverlässig. Ich habe es im Blut. Das wird einfach mega gut dieses Jahr. Ich möchte mega nice Leute haben. Ich habe auch zu jedem gesagt, ich wünsche mir nichts. Wirklich alles Materialistische, was ich mir wünschen kann, hat dieses Jahr absolut keine Relevanz. Weiß nicht, ob sich jeder daran erhalten wird. Ich will wirklich einfach nur eine gute Zeit haben, mit guten Leuten feiern, meinen Geburtstag feiern, gute Gespräche haben, Leute, die keine schlechten Intentionen haben. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendeinen Bullshit. Und ja, deswegen, das ist the plan. Deswegen, ich weiß auch nicht genau, ob so ein What I got for my birthday überhaupt so, ob sowas überhaupt geben wird. Also ich kaufe mir selber halt Geschenke, aber ich will halt nicht, dass irgendjemand anders mir Geschenke kauft. Ja. Yeah. I'm back at home. Und ich bin so happy. Ich bin so happy, denn das Gespräch ist voll gut gelaufen so.
und wenn alles gut läuft, dann wird mein Geburtstag freaking lit. Und wenn alles noch besser läuft, als ich es mir vorstelle, könnt ihr eventuell ein Teil davon werden. Aber pst. So excited. Komm mal hoch! Komm mal hoch! Ja, es wird einfach freaking amazing. Alles, was letztes Jahr passiert ist, bleibt im letzten Jahr. Vergangenheit ist Vergangenheit. We don't freaking care about what happened. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Hast du schon wieder meine Hose an? Kauf deine eigenen Hosen. Ja, stimmt, ne? Oder sag mir zumindest, dass du die hast. Du weißt, dass ich sie habe. Ich hatte sie doch mit. Ja, ich dachte, aber du gibst sie mir wieder. Hiermit gebe ich sie dir danach zurück. Die macht mich wahnsinnig, die Alte. I make her wahnsinnig, because she likes me. Gehen wir jetzt. I'm really getting nervenzusammenbruch today. Oh my gosh, literally can't find my thinkings anymore. Oh my gosh, English on fleek. Oh my, okay, komm. Wie kann man so motiviert sein? Ich check's nicht. Ihr wart auf jeden Fall auf diesem Stativ hier. Es waren wunderbare Klorollen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Wir gehen nämlich jetzt zu Chidoba. Also called Chichi. Manchmal war ich mich echt aggressiv. Hi. Hi Leute. It's the next day. Ich habe gestern ganz entspannt gemacht, früh schlafen gegangen, weil ich heute früh dann mein Video, dieses Only Eating French Food for 24 Hours, konnte das gestern nicht schneiden, weil ich nicht genug Zeit hatte. Deswegen wollte ich ausgeschlafen das halt schneiden und das habe ich auch heute Morgen gemacht. Bin vor einer halben Stunde fertig geworden, also um 10 habe ich angefangen und um 2:30 war ich fertig. Und ja. Um 3 stelle ich das jetzt gleich online. Ich schmink mich gerade, weil ich gleich ein Video drehe. Sagen wollte for me birthday. Ich überlege auch die ganze Zeit, was für einen Kuchen ich mir besorgen soll. Ich weiß nämlich, ich bin so ein Mensch, ich habe so voll die hohen Erwartungen eigentlich. Dadurch, dass aber mein Geburtstag letztes Jahr so ein Flop ist, habe ich gar keine Erwartungen mehr und will mich gar nicht auf andere Leute irgendwie verlassen und das einfach selber in die Hand nehmen. Und deswegen will ich mir selber einen Kuchen raussuchen und den dann machen lassen, weil ich weiß einfach, dass kein anderer das dann so hinkriegen würde, wie ich mir das dann vorstelle. Und es ist dann auch unfair, wenn ich so eine Expectation habe und gar nicht so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Vielleicht sind ein paar von euch irgendwie auch so, dass man sich eigentlich wünscht, dass Leute so von selber drauf kommen. Aber Leute können nicht wissen, was du wirklich denkst. Klar, Leute können dich gut kennen, aber ja, whatever. Jedenfalls will ich mir selber einen Kuchen machen lassen. Ich überlege die ganze Zeit, soll ich so einen viereckigen Kuchen machen, wo da so mein Face drauf ist oder so doppelstöckig oder an meinem 18. hatte ich ja so einen Po. Soll ich dieses Jahr Boobs machen? Oh, I don't freaking know. Oder ein Dick oder so. I don't know. Könnt mir ja mal sagen, was ihr von den Ideen haltet. Und ob ihr irgendwelche guten Konditoren kennt aus dem Umkreis Frankfurt, die eventuell auch eine Instagram-Seite haben oder eine Website, wo man sich so deren Arbeit anschauen kann. Nicht, dass es dann anders ist. Also ich mag das so viel mehr, auch wenn ich in irgendwelche, keine Ahnung, Hair-Salons gehe oder Nagel, Wimpern, schaue ich mir zuerst Instagram-Seite an, damit ich so ein bisschen sehen kann, so in welche Richtung was geht und so. That's what I am doing or what I wanna see. Und so, jetzt die Frage aller Fragen, Gloss oder Matt? Ich glaube, das mache ich erst dann kurz, bevor ich filme, weil dann weiß ich vielleicht noch mal ein bisschen besser, was ich anhaben werde und so weiter.
Leute, ich war gerade mit Doja beim Sport und mache mich jetzt gerade ready, weil ich gleich ins Kino gehe. Und Doja hat für jemanden ein Geschenk gekauft. Sie wollte extra so eine Box haben, die so fancy ist, die sie nicht selber aufbauen muss. Dann hat sie was bei Amazon bestellt. Ich zeige euch mal, was angekommen ist. Das Ding ist, Leudis, ich habe es bestellt, nicht weil ich zu faul bin, sondern weil ich es nicht kann. Dann kommen da so Teile an. Ohne Anleitung. Ich denke mir so, ich habe es gekauft, damit ich genau das nicht machen muss. Und jetzt, I am stuck with this shit. Aber das sieht voll süß aus. Es hat hier so komische Fächer und so ein Shit. Oh yeah, for romantic and so on. Oh okay, und für wen ist das? Für deine beste Freundin. Ich wollte eigentlich sagen, deine Mutter, aber ist ja unsere Mutter. Wow. Okay, also während Doja da gerade beschäftigt ist, kümmere ich mich jetzt um meine Haare, weil ich habe sehr geschwitzt beim Sport. Ich habe Cardio gemacht und ein bisschen Bauch. Und meine Haare sind legit nass. Also wenn ihr es seht, ihr das so ein bisschen, ja, gross. Aber kennt ihr das manchmal? Finde ich, meine Haare sind sogar ganz, also sind nicer irgendwie nach dem Sport, weil die dann irgendwie nicht so frizzig on top sind. Und ich zeige euch mal kurz meine zwei Haarprodukte, die ich benutze. Ich benutze einmal dieses Got to Be Trockenshampoo. Das ist mit der Dagi in Collaboration. Ich mag das voll gerne. Einfach damit die Haare so ein bisschen mehr Textur bekommen. Also die sind jetzt nicht todesfettig oder so, aber ich finde, es gibt auch so ein bisschen immer Volumen in die Haare. Wie bitte? Man hat kein Wort verstanden. Und ein Produkt, was ich auch unnormal gut finde, ist von Redken. Das habe ich in so einer Goodie Bag bekommen bei der Berliner Fashion Week. Und das ist das One United All-in-One Multi-Benefit Hair Treatment for All Hair Textures und so weiter. Das hat einfach 25 Benefits, also von Conditions, Nourish, Improves, bla bla bla, Reduces the Feel of Dryness, Detangles und so weiter und so fort. Und ich liebe diesen Geruch von diesem Produkt. Es riecht einfach so gut und deswegen sprühe ich mir das auch ab und zu einfach als Haarparfüm in die Haare, weil Pauline hat mir letztens erzählt, dass man Parfüm nicht in die Haare machen soll. Was eigentlich logisch klar ist, weil es Alkohol ist, aber irgendwie habe ich es trotzdem mal gemacht. Und deswegen finde ich es gut, dass ich so ein pflegendes Produkt habe, was die Haare pflegt und was einfach unnormal gut riecht. Und was ich jetzt mache ist, mit meinem Dyson, ich setze diesen Rundaufsatz auf. Ich kriege auch immer noch voll viele Fragen, ob ich den Dyson immer noch empfehlen würde und ich würde ihn immer noch empfehlen. Und damit trockne ich so ein bisschen meine Haare. Ey, Caro? Ja? Et voilà. Dann. Sie hat gesagt, et voilà. Bra. Doja, das ist ja. Das ist doppelseitiges Klebeband, Doja. Ja, da kommt noch Sticker drauf. Oder so steht: Ich liebe cooler dich als du. Du. Was sagst du dazu? Der denkt jetzt auch, der wäre so Hightech oder so, ne? Ey, was denkt er sich, ne? Ja. Boah, der ist ja kühl. So eine Klimaanlage. Was bringt das? Der macht sauber. Kommt in jede Ecke einfach rein, so fancy. Geh weg, Doja. Geh weg. Oh mein Gott. Was sollen wir dir für einen Namen geben? Was denkst du? Petro. Petro. Ach, Doja. Juan. Juan. Nein. Okay, Leute. Thomas. Nein. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Was? Nein. So Leute, wir sind jetzt im Kino, gehen in S2, wollten uns gerade Subway Cookies holen und es gibt keine mehr. Horror, wir brauchen jetzt irgendwas anderes, Süßes. Ja, Zucker. Willst du so Gummibärchen oder so? So? Nee, eher so was Eisiges, oder? Eis? Ah, sexuell. Wir haben jetzt das Eis hier geholt. Tja, Diät, adieu, würde ich sagen.
So Leute, der Film ist over. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ist auf jeden Fall. Oh mein Gott, Jenny und mir ist sowas. Jenny und mir ist sowas Crazyes gerade passiert. Wir waren auf Toilette, also mitten im Film, und dann wollten wir uns die Hände waschen, aber wir standen noch so einen Meter weg von dem Waschbecken und plötzlich geht dieses Wasser an und aus, an und aus. Und sie kommt dann gerade so von der Toilette rein und dann geht ihr Wasser auch an und aus. Das war so gruselig. Und dann auf einmal, was war dann? Dann kamen die Geräusche aus der Toilette, ja. Und dann kam eine Stimme so von oben. Weiblich. So von, oh, es war so creepy. So Leute, ich wollte euch jetzt nochmal so ein kleines Review geben zu dem Film gestern, weil es war ziemlich spät und ich wollte jetzt nicht nochmal die Kamera rauspacken und so. Ich fand den Film gut, ich fand ihn besser als den ersten Teil. Ich fand den Film ziemlich lang. Trotzdem würde ich sagen, man kann da reingehen, aber es ist jetzt kein absoluter, krankhafter Gruselfilm. Also da waren auf jeden Fall Momente, wo ich mich erschrocken habe. Und also es war auch schon fünfmal oder so. Aber es war an sich nicht super duper gruselig. Ich will jetzt auch nicht irgendwas spoilern, weil ich weiß, da reagieren sehr viele allergisch drauf. Deswegen sage ich dazu jetzt mal nichts von der Handlung und so. Aber ich fand, die haben die Schauspieler richtig gut getroffen. Und die Story hat mir auch voll gut gefallen. Deswegen, also ich kann es schon empfehlen, aber geht mit der Erwartung ran, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Herzinfarkte bekommt, weil es so unnormal gruselig ist und so. Ansonsten höre ich jetzt seit neuestem einen Podcast, der heißt Besser als... Und ich finde den mega gut. Ja. Ich war gerade einkaufen und werde jetzt hier auch den Vlog beenden. Und ich hoffe sehr, dass der Vlog euch gefallen hat. Könnt ihr Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mehr Vlogs haben wollt. Jo. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.